Wir sind gleich da. Wir sind doch mitten im Toten Land. Dir entgeht wohl nichts. Die Fäule hat alles verdörrt. Also keine Bäume, Vögel oder Magie. Aber das heißt auch keine Nachbarn. Und niemand, der sich hierher verirrt. Hereinspaziert. Das ist doch eine Ruine der Gefallenen. Naja, wir dachten, sie stürzt nicht mehr. Und die Fäule bleibt auch draußen. Aber wie lebt ihr hier ohne Magie? Was denkst du? Mit Plackerei und Köpfchen. Hast du Hunger? Ob du es glaubst oder nicht, die wachsen hier drin. Dann nicht. Wieder zurück? Ah, Taya. Und das ist der Dominus? Will leider nicht aufwachen. Hat er gehofft, dass du sie dir mal anguckst? Alles klar. Götz, bring sie nach oben. Aber was ist... Meinst du Charons Gebühr? Ist alles schon bezahlt? Wirklich? Taya ist die beste Heilerin weit und breit. Sie ist in besten Händen. Gut. Sieh dich um. Ich bin oben. Okay, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Final Fantasy 16. Wir sind in Cids Versteck. Öffne eine Karte des Bereichs, in dem du dich gerade befindest. Zielorte von Hauptaufträgen sind auch hier mit... Okay, also alles, was wichtig ist, wird mir angezeigt. Sprich mit Cid in seiner Kammer. Ah. Zur weißen Dreizel, Lagerraum, Tränke, Zisterne, zum Schoppelmoppel. Und bevor ich mich hier umsehe, reden wir, glaube ich, denke ich mal mit Cid. Das ist, denke ich, am besten. Das Schwert brauche ich auch. Ich arbeite an einer meiner kleinen Ideen. Will nur leider noch nicht richtig zünden. Na dann, lösen wir doch einmal das Mysterium des Clive Rossfield. Ein Träger der kaiserlichen Armee, der hinter feindliche Linien geschickt wurde, um dort zu warten, bis Chaos ausbricht und dann den Dominus totzustechen. Ich konnte nicht wissen, dass sie es war. Also hast du sie geschützt, deinen Vorgesetzten getötet und dann das Weite gesucht. Dabei aber vergessen, was der Kaiser von Desertion hält. Denn mit dem Ding im Gesicht hättest du es ohnehin nicht weit geschafft. Ihr seid tief gefallen, Lord Rossfield. Aber lass dir davon nicht den Durst verderben. Was hast du mit ihr vor? Vorhaben? Na, gar nichts. Sie ist jetzt endlich frei. Denkst du, wir säßen hier, wenn ich was vorhätte? Ich will euch nur helfen. Domini wie ihr, Trägern wie dir.
Leider steht die Welt gegen uns, deshalb dieses Versteck. Du wärst bei uns willkommen. Wir brauchen Leute, die ein Schwert führen können. Was sagst du, Clive? Machst du mit? Sid, richtig? Was Jill angeht, glaube ich dir. Aber bis mein Bruder gerecht ist, gehe ich meinen eigenen Weg. Gerecht? Er wurde ermordet. Von einem zweiten Dominus des Feuers. Der böse Zwillingsbruder. Na, sieh mal einer an. Noch ein Gerücht bestätigt. Dass ich heute noch hier stehe, verdanke ich Joshua. 13 Jahre habe ich auf diese Chance gewartet. Habe im Dreck geschlafen, aus Pfützen getrunken, unzählige Menschen getötet. Du hast recht. Der Kaiser duldet keine Deserteure. Das ist meine beste Gelegenheit. Meine letzte. Genau deshalb solltest du bleiben. Ich hab doch gesagt, ich... Naja, ist ja gut. Mein Späher hat mir von Trägern erzählt, die im Norden untergetaucht sind. In einem Dorf namens Kielbrück. Er meinte, dass einer ein Dominus des Feuers sein könnte. Ist das wahr? Fragen wir ihn doch einfach. Das heißt nicht, dass ich bleibe. Bereite dich gut vor. Okay. Unten in der Halle findest du alles, was du brauchst. Oder vielleicht auch nicht brauchst. Viel Spaß. Okay. Dann, okay, wo muss ich denn hin? In die Krankenstube darf ich nicht rein, nicht passierbar, okay. Dann schauen wir mal, was es hier so alles gibt. Bestimmt irgendein Händler, wo ich mich ausrüsten kann. Ja gut, dass ich es mir nicht vorher angeguckt habe. Jetzt kommt das automatisch. Oh nein. Das ist sein Problem eigentlich. Oder? Ich bräuchte Hilfe. Sid meinte, ich soll mich vorbereiten. Wen frage ich da am besten? Tante Karon könntest du... warte mal. Geh lieber erst zu Schledorn, dem Schmied. Okay, Schmied klingt gut. Schledorn? Dann auf zur Schmiede. Halt! Hier, nimm das hier mit. Schledorn hilft nur, wenn er was dafür bekommt. Mir zumindest. Okay, was hast du mir gegeben? Geld? Du Schledorn? Geht dich nichts an. Zum Schwatzen habe ich keine Zeit. Hab ich auch nicht. Ich begleite Sid nach Kielbrück und brauche vernünftige Ausrüstung. Du könntest Gwigor in ihr himmlisches Schlafgemach begleiten. Wäre mir genauso egal. Für dich krümme ich keinen Finger. Ach wirklich? Überserum. Eine geruchintensive Spirituose, also Alkohol. Wenn du das hier nicht willst, schütt ich's halt weg. Verdammter Götz. Schon gut, schon gut. Nur nichts überstürzen. Dann lass dich mal ansehen. Das würde doch keinen Mogri-Furz abhalten. Elende Kaiserliche. Die sehen ihren Trägern wohl gerne beim Verrecken zu. Ich tue, was ich kann. Aber nur für Götz, klar? Okay. Bei einem Schmied kannst du Ausrüstung verbessern
oder neue Ausrüstungsgegenstände herstellen, wenn du den Bauplan und die richtigen Materialien mitbringst. Wähle einen hervorgehobenen Eintrag aus der Liste und halte X, um einen Gegenstand herzustellen oder zu verbessern. Okay. Herstellen, verstärken. Verstärken kann ich nichts. Eisengurt plus 1. Dafür habe ich sogar was Material. Und den rüsten wir auch gleich mal aus. Und damit sind wir quitt. Wenn du noch mehr willst, bring dein eigenes Material. Achso, das war dein, deins, okay. Danke. Kleiner Rat von mir. Lass dich nicht von Sid herumscheuchen. Okay, Crafting-System. Wenn sich im Versteck etwas geändert hat, erscheint rechts oben auf dem Bildschirm ein Hinweis. Neben neuer Ware in Karens Büchern und neuen Schmiedebauplänen im blühenden Amboss machen Hinweise auch auf neue Aufträge, Briefe und vieles mehr aufmerksam. Neue Inhalte werden im Spiel sowie auf der Karte mit den Symbolen markiert. Ah, okay, dann ist da so ein Icon. Ich sollte wohl Gott danken. Okay, soll ich nochmal mit denen reden? Weißt du nicht, dass ich beschäftigt bin? Und was darf sein? Ein Breitschwert, dafür fehlen mir aber Materialien. Und den habe ich. Steht das eigentlich hier? Nee, eiserne. Hä? Den habe ich doch eben gerade hergestellt, oder täusche ich mich da? Naja, egal. Gut. Ja? Naja, wie der Koch sehe ich ja wohl nicht aus. Es ist so. Ah, okay. Nicht alles audiosiert. Wie auch immer. Okay. Dann ab mit dir. Lass Sid nicht warten. Ich find's gut, dass, jetzt rede ich mal nochmal mit ihm. Fass dich kurz. Ja, es ist ein Haken. Also wenn man Dialoge schon gemacht hat, dann wird das markiert. Dann ab mit dir. Lass Sid nicht warten. Gefällt mir. So, ich gehe mal kurz in mein Ausrüstungsmenü. Jetzt will ich mal gucken, was ich hier alles so habe. Den Eisengurt, das ist schlechter. Und da habe ich nur ein. Und das sind diese vier Hilfsgegenstände, die man von Anfang an hat, ne? Ja, okay. So. Achso, Götz ist er, ja. Es hat funktioniert. Ich danke dir. Ich, nun... Komm schon, fast geschafft! Oh lol! Ist der eine nicht der eine Typ, den er kennt von vor 13 Jahren? Du, hol Decken und nicht trödeln! Na, das ist mal wieder nicht so gut gelaufen. Hey, seid ihr zum Gaffen hier? Holt gefälligst Wasser! Ich geh welches holen. Geh mal und frag, ob Otto Hilfe braucht, ja? Was, ich? Mhm. Wo habe ich mich da bloß reingeritten? Kann man mit der Händlerin auch reden? Soll das eine Anspielung auf mich sein? Okay, ich kann mit ihnen anscheinend nicht reden. Okay, dann machen wir hier weiter. Wer ist das? Hm? Befreite kaiserliche Träger. Wer bist du denn? Okay, er kennt ihn doch nicht.
Verflucht, in dem Zustand macht das nicht mehr lange. Los, geh schnell die Treppe rauf zur Krankenstube. Schick uns Taya. Na geh schon. Beweg deinen Arsch. Ah, jetzt kann man in die Krankenstube rein. Taya war die Frau bei Jill. Und die war hier oben. Deine Freundin braucht Ruhe. Euer freudiges Wiedersehen könnt ihr feiern, wenn es ihr besser geht. Es geht nicht um Jill. Du wirst unten gebraucht. Dort warten ein paar verletzte Träger. Warum sagst du das nicht gleich? Ach, hab ich doch gemacht. Er wird es überstehen. Aber ich muss beide noch gründlich untersuchen. Die Arbeit hört nie auf. Und wieder ein ganz normaler Tag bei uns. Kommen viele Träger in so einem Zustand hier an. Ist nicht einfach, seine Ketten zu sprengen. Und wenn sie den Mut dazu aufbringen, sind viele schon zu schwach. Die zwei haben Glück gehabt. Ich bin Otto. Otto! Nun, Otto, ich bräuchte Ausrüstung. Ist das alles? Dann wird Karun da drüben dir sicherlich sehr gerne weiterhelfen. Gut. Oh. Und danke. Man sieht sich. Eher nicht. Ich bleib nicht lang. Mag ja sein. Aber noch bist du hier. Also sei willkommen. Du hast uns geholfen. Das vergessen wir nicht. Okay. Nebenaufträge freigeschaltet. Achte auf Charaktere mit Ausrufesymbol über den Kopf und dies bedeutet, dass sie einen Auftrag für dich haben. Eine Liste aller laufenden und abgeschlossenen findest du unter den Reiter Journal im Hauptmenü. Nachdem du einen Auftrag angenommen hast, findest du die damit verbundenen Aufgaben in der Aufgabenliste auf der rechten Seite des Bildschirms. Aufgaben für den Hauptauftrag und bis zu 3 Nebenaufträge können nicht gleichzeitig angezeigt werden. Können hier gleich lesen. Du kannst Aufträge priorisieren, indem du die Reiterjournal im Hauptmenü auswählst und X drückst. Aufgaben von Aufträgen mit Priorität werden so lange in der Aufgabenliste angezeigt, bis der Auftrag abgeschlossen ist oder ein anderer Auftrag priorisiert wird. Die Priorisierung kann aufgehoben werden, indem du den Auftrag auswählst und nochmal X drückst. Folgende Einrichtungen sind jetzt im Versteck verfügbar. Die Menothek, eine immer größer werdende Wissensansammlung rund um Weistea, das Orchestrion. Ein Automat, mit dem sich während des Spiels gesammelte Musik abspielen lässt. Oh, cool. Beide befinden sich in der Schenke des Verstecks, den Schokomoppel, und sind auf der Karte vermehrt, welche du mit Dings aufrufen kannst. Okay. Hat hier jeder aufgenommen? Okay, reden wir mit Karen. Ich muss mich für meine Reise ausstatten. Otto hat mich zu dir geschickt. Ach so? Und du, Neuling, hältst es nicht mal für angebracht, dich vorzustellen, ehe du so dreist Forderungen an eine alte Frau stellst? Ich bin Clive. Ach, Clive. Der Hund ist also deiner, ja? Ja. Seit er Sid eines Nachts hierher gefolgt ist, bekommt er Futter und Streicheleinheiten von mir. Das kannst du jetzt wieder übernehmen. Aber wehe, du verlierst ihn nochmal. Mach ich. Danke. Ich passe auf ihn auf. So, kaufst du was oder nicht? Was? Dachtest doch nicht etwa, dass du hier was umsonst kriegst, während du mit klimpernden Taschen durch die Gegend stolzierst? So läuft das nicht im Leben, Junge. Also, okay.
Mittel- und Ausrüstung können in Läden in ganz Weißthea gekauft werden. Ihr Bestand verändert sich im Laufe der Geschichte. Schaut es immer mal wieder rein. Okay, was gibt's? Oh, hier gibt's das Breitschwert! Wie viel Geld habe ich überhaupt? Wo steht das? 516. Okay, wenn ich mir das Schwert kaufe, bin ich pleite. Ah, und da steht auch, um wie viel ich mein Zeug verbessere. Das finde ich auch gut. Hier kann man Tränke und so alles kaufen. Ja, das Breitschwert will ich haben. Du machst mich noch arm, mein Junge. Ich habe gar nicht geguckt, ob es besser ist. Ne? Ich habe es einfach gekauft. Ich bin ein Idiot. Gucke ich gleich mal. So, verkaufen kann ich auch. Was kann man denn so verkaufen? Der ist schlechter. Aber man kann Sachen verbessern, ne? Das heißt, ich sollte nicht unbedingt alles verballern. Mehr habe ich nicht. Ach, bist ja doch ein armer Schlucker. Leider ist das richtig. Jetzt stehst du also zu ihm? Was habe ich nicht alles für dich getan? Na gut. Greif zu, ich mache eine Ausnahme. Aber nur dies eine Mal. Ich muss sowieso wieder Platz für meine nächste Lieferung machen. Danke. Dank nicht mir. Dein Hund ist schuld. Hat das Schwert jetzt umsonst bekommen? Ah ne, ich krieg da jetzt was umsonst. Was ist das? Arrettestein. Der Arrettestein ist jetzt verfügbar. Dieser virtuelle Kampf bietet Clive einen sicheren Ort, um neue Fähigkeiten zu erproben und gegen verschiedenste Gegner zu üben. Im Verlauf der Geschichte werden darin zusätzliche Funktionen... Ah, okay. Nice. Fangen können wir anpassen. Übungsbereich. Ich möchte nicht. Aber... Ich werde gezwungen. Übung macht den Meister. Die Halle des ewigen Eifers ist ein individuell anpassbarer Kampfplatz, der Clive einen sicheren Ort bietet, neue Fertigkeiten zu erproben und gegen verschiedenste Gegner zu üben. Drücke, um das Menü zu öffnen und verschiedene Einstellungen vornehmen kannst, um die Übung nach ganz deinem zu gestalten. Okay. Ja, man kann üben. Das war's. Das tun sie jetzt einmal präsentieren, okay. Und dann weiß man das. Kann ich das jetzt auch irgendwie schon abbrechen? Ah, oh. Tasteneingabe, Aktionsmacht, Unbesiegbarkeit, LP-Autoheilung, Magie-Combo-Timing. Ah, okay, dann kann man Sachen einstellen. Und dann kann, mit drei kann man beenden. Ah, jetzt kann ich den Stein auch verlassen. Okay. Fertig? Weiß ich noch nicht. Zwei Heiltränke? Schon wieder auf dem Sprung? Aha. Vermisst du mich etwa jetzt schon, Charon? Nicht weinen. Auf ins Vergnügen. Gut. Ich mag's halt voll. Ey, jetzt nicht automatisch weggehen, ne? Nutze die Weltkarte, um dich sofort an bereits besuchte Orte zu begeben. Neue Orte werden freigeschaltet, indem du die Hauptgeschichte fortsetzt oder Wegpunkte entdeckst, die Obelisken genannt werden. Die Weltkarte öffnet sich automatisch, wenn du einen Bereich verlässt, kann aber auch jederzeit über das Hauptmenü aufgerufen werden. Okay. Ja, hier sind Nebenquests noch zum Annehmen. Artestein, Laden, Schmied. Da oben ist ein Nebenstern. Das will ich mir auch mal angucken. Obwohl das wohl... Was ist das da?
Mimothek und was ist das? Ach so, das, was sie gesagt haben. Wohin als nächstes? Vorerst bleiben wir. Ich habe gehört, sie seien ihren Herrn in der kaiserlichen Hauptstadt. So, der, du möchtest was. Hier fällt alles auseinander. Ah ja, ich wollte noch gucken, mein Breitschwert, ob ich jetzt 500 zum Fenster rausgeschmissen habe. Nein, habe ich nicht. Es ist besser. Und man konnte das bei dem Schmied verbessern. Auch wenn ich die Materialien dafür nicht habe. Verdammt. Ich brauche mehr Holz. Wenn ich doch wenigstens die Zeit hätte, einen Moment hier wegzukommen. Ah, du da. Wie gerufen. Du kannst doch bestimmt etwas Holz für mich holen, oder? Ja, okay. Was kriege ich dafür? Na gut, ich helfe dir. Ah, danke. Du hilfst nicht nur mir, sondern uns allen damit. Ist nicht leicht, das Versteck in Schuss zu halten. Erst recht mit so wenigen Leuten. Klingt, als ob es hier viel zu tun gäbe. Das kannst du laut sagen. Die Gefallenen waren wirklich brillante Baumeister, aber ewig steht nun mal leider nichts. Darum müssen wir die Wände hier stützen. Sonst werden unsere Schützlinge noch vor der ersten Ernte unter Schutt begraben. Wäre sicher ein Jammer. Gut, wo finde ich denn Holz? Frag drüben an der Weißen Deichsel. Die können dir welches geben. Danke, ja? Das weiß ich zu schätzen. Okay. Kann man auch direkt verfolgen, wenn man den annimmt. Das gefällt mir. Und das wird dann per Icon angezeigt. Das gefällt mir auch. Ja. Diese Nebenaufgaben. Ich frage mich, wie die Belohnung aussieht. Geld hoffentlich und vielleicht sogar Fertigkeitspunkte. Da war, glaube ich, was. Entschuldigung. Der Mann, der da drüben was repariert, will, dass ich Holz besorge. Ach, du meinst Geoffroy, den Schreinermeister. Wir sind gerade fertig mit dem Zusägen der Latten, die er braucht. Nimm dir von denen einfach welche mit. Danke. Ach, nicht doch. Wir haben zu danken. Okay. Das ist schön simpel gehalten noch. Also gut. Dann bringe ich das Holz mal zu diesem Geoffroy. Aber das ist mal wieder eine Nebenquest, die man schon zigmal in anderen Spielen auch schon gesehen hat. Geh nach Punkt A, hol das Zeug und bring es den Typen. Naja, vielleicht machen die Belohnungen das weg. Dann nehme ich das gerne in Kauf. Schon zurück? Ich hoffe, das Holz war nicht allzu schwer. Nö. Ist das genug? Das reicht locker, danke. Mit etwas Glück kracht uns jetzt nicht das Dach über dem Kopf zusammen. Klingt ja rosig. Ach, ich mach nur Spaß. Und besser als draußen ist es hier allemal. Warm, trocken und sicher. Was will man mehr? Ach, ich hab noch was für dich. Kleiner Dank. Gehörst jetzt zu uns. Ja, was bekommt man? Das ist nicht nötig. Doch, ist es. Jetzt ziehe dich nicht so, mein Freund. Steck schon ein. So, was kriege ich? Man kriegt Erfahrungspunkte und man kriegt Materialien. Ja, okay. Dann sehe ich den Nutzen der Aufträge, weil du brauchst ja hier diese Ressourcen, um Waffen zu verbessern und neue herzustellen. Ich bin ja... Nee, hier will ich nicht hin. Geht aus dem Weg, Mann. Ich habe gehört, Sie seien Ihren Herrn... So, da links. Ich will einmal noch kurz gucken, was Tränke ist. Das war hier, ne? Ja. Achso, es ist was zum Waschen.
war halt neugierig, weil das hier so komisch markiert war, aber es sind dann einfach nur andere Ebenen, oder wie sieht das aus? Das ist ein Gefängnis. Zum Glück wurde ich da nicht reingeworfen. Brauchen die vielleicht Hilfe da drüben? Otto wird die Sache schon unter Kontrolle haben. Du kennst ihn doch. So, dann gucken wir uns mal die beiden Sachen hier an. Auch ist keine Frage, wo ich mir Musik anhören konnte, ne? Die Hintergrundmusik, die im Versteck spielt, kann mit uns geändert werden. Zur Erweiterung der Musik benötigst du Notenrollen, welche im Lauf des Hauptaufträgen erhalten. In manchen Geschäften gekauft oder Schatzkisten gefunden werden können. Okay. Im Moment habe ich einen anderen. Was ist das hier? Schade, ist nicht der Esper-Soundtrack. Und hier oben war noch was anderes, oder? War das hier oben? Nee, das war anderes oben. Den Auftrag gucke ich mir gleich an. Jesus. Euer Gesicht ist mir nicht bekannt. Seid ihr neu hier im Versteck? Jupp. Kann man so sagen. Nun, dann erlaubt mir, euch willkommen zu heißen. Ich bin Harpokrates Hyperboreus der Zweite. Das ist, ein ziemlicher Zungenbrecher, ich weiß. Und deshalb nennen mich ja einfach alle nur Harpo. Eine Abbreviatur, mit der ich mich inzwischen abgefunden habe. Dieser Wälzer ist übrigens nur einer von sehr vielen in meinem Besitz. Denn ich sammle Geschichten. Die Geschichte und Kultur dieses Erdteils haben schon immer eine große Faszination auf mich ausgeübt. Doch die Tage, an denen ich auf der Suche nach Geschichten die Welt durchstreifte, liegen lange hinter mir. Inzwischen teile ich das, was ich gesammelt habe, mit allen, die es hören wollen. Möchtet ihr mir vielleicht zuhören? Ich glaube nicht, dass ihr dieses Kapitel schon gelesen habt. Die Mimothek ist eine umfassende Wissenssammlung, die alle Kategorien abdeckt, seien es grundlegende Begriffe, wichtige Persönlichkeiten, Geografie oder die Geschichte Valisteas. Im Verlauf der Handlung wird es in Harpokrates ständig neue Informationen hinzufügen. Hier können auch vergangene Einträge in Compendium eingesehen werden. Ich habe neue Einträge zusammengestellt. Das ist super witzig. Das ist so schön oldschool. Welches Thema wollen wir heute behandeln? Okay, ich kann mich hier über Sachen informieren. Okay. Ich hoffe, euer Wissensdurst ist gestillt. Guten Tag. Und dann das hier noch? Ach, dann erzählt er ein bisschen über sich. Finde ich ein bisschen schade, dass nicht alles vertont ist. Doch, vorgefunden habe ich... Glücklicherweise. Weil ein bisschen ist ja vertont, ne? Da hätten sie ja auch den kompletten Dialog vertonen können. Ich weiß, dass das eine Menge Arbeit ist. Kommt jederzeit wieder. Dann wäre das Spiel wahrscheinlich ein bisschen später rausgekommen, weil die Synchronisationsarbeiten länger gedauert hätten. Ich weiß das noch von der Tales of-Reihe. Die sind immer, glaube ich, damals, so zu PS2-Zeiten oder PS3-Zeiten, ein Jahr früher in Japan rausgekommen, was einfach daran liegt, dass so viel nachsynchronisiert werden musste. So, was willst du noch? Ah, ein neues Gesicht. Und mit, hoffentlich, ordentlich Motivation. Ja, auf jeden Fall. Im Chocomoppel ist immer viel zu tun und wir leiden unter chronischem Personalmangel. Könnte ich dich überreden, ein paar Darbenden ihre wohlverdienten Mahlzeiten zu bringen? Ich soll Kellner spielen? Deine Mühen winkt dir außer dem Inhalt der Kiste da auch noch meine aufrichtige Dankbarkeit. Okay, in der Kiste ist hoffentlich was Gutes. Und 500. Nice. Meinetwegen. Fabelhaft, aber sag, mit wem habe ich denn gerade die Ehre? Clive. Sehr erfreut, dich kennenzulernen, Clive. Ich bin Kenneth und auf meinen müden Schultern lastet die ganze Verantwortung für dieses erlesene Etablissement.
So, drei äußerst hungrige Mäuler wollen gestopft werden. Hier ist ihr Festschmaus, aber Vorsicht, sehr heiß. Mhm. So, verfolgen wir mal. Ja, der gute Clive, als Teenager hatte der immer bessere Manieren. Hatte ich ewig nicht mehr. Naja, er hat auch einiges erlebt, ne? Bitteschön. Dein Essen. Der ist genauso gut drauf wie wir. Darauf hab ich gewartet. Ach, das sieht aber köstlich aus. Danke, Junge. Du bist neu hier, oder? Kenneth scheint dich schon ganz schön auf Trab zu halten, der alte Schlingel. Naja, wenigstens hat er mir eine Belohnung versprochen. Das will ich hoffen. Wir sind ja keine Sklaven mehr. Mach's gut, Junge. Und halt die Ohren steif. Oh, okay, nachdem er sein Essen hatte, war er glücklich. Die Hanna hat die Eisernen ganz schnell das Weite suchen lassen. Bitte. Vielen Dank. Bitte denke nicht schlecht von mir, weil ich mich bedienen lasse wie ein fauler Herrscher. Mein alter Dienstherr war leider kein gütiger Mann, weißt du. Seinetwegen bin ich ein Wrack, halb gelähmt. Trotzdem hat Sid mich aufgenommen. Ja, das hier ist mein erstes richtiges Zuhause. Und was für eines, nicht? So, eins muss ich noch irgendwo verteilen. Wo muss ich hin? Wo muss die letzte Suppe hin? Da hinten. Oh ja, der hat einen gesäuerten Platz, ne? Scheint ein ganz edler Herr zu sein. Sieh an. Ackerbau braucht so viel mehr als Saat und Boden. Dein Essen. Ach, danke. Ich esse später. Ich bin Invalide. Trotzdem will ich hier meinen Teil beitragen. Nur eben mit meinem Kopf. Schön, aber ist besser, bevor es kalt wird. Ja, ja. Danke. Wieso bestellt man Essen, wenn man keine Zeit dafür hat? Also zurück zu Kenneth. Schon alles erledigt? Sehr gut. Das waren Träger. Allesamt. Aber keine Sklaven, die ihren Herren dienen, sondern Menschen, die wie alle behandelt werden. Ganz recht. Die Idee der Gleichheit ist das Fundament, auf dem unsere kleine Gemeinde ruht. Außerhalb dieser Mauern sind wir Träger, Sklaven. Wir sprechen nur, wenn wir gefragt werden, essen nur die kümmerlichen Reste, die unsere Herren uns zugestehen. Viele bekommen hier das erste warme Essen ihres Lebens. Im Versteck sind wir frei. Und zwar alle. Wir reden, was wir wollen, wann wir wollen. Und essen, was und wann es uns passt. Das ist doch Grund genug, auf Sid zu vertrauen. Meinst du nicht? Aber kommen wir zu der Belohnung, die ich dir versprochen habe. Du kannst dich an allem bedienen, was du dort in dieser Kiste findest. Sehr schön. Danke, Clive. Lass dich hin und wieder blicken, ja? Mhm. Fünf Erfahrungspunkte und 500 Gil. Und Materialien. In ganz Valisier liegen unzählige Schatzkisten verstreut, die nur darauf warten, geplündert zu werden. Wenn du eine findest, zögere nicht mit X zu öffnen, um die Beute zu schnappen. Nur zu, beschweren wird sich niemand. Ja, schön. Was ist da drin? Abzeichen des Schutzes, neues Ding. Ja, okay, Leute. Dann war es das mit der Folge. Ja, die Nebenmissionen sind noch nicht so das Wahre. Die Belohnungen sind okay. Deswegen werden wir das natürlich machen. Ich hoffe, das wiederholt sich nicht, sondern da ist immer wieder was Neues dabei. Dann finde ich es in Ordnung, auch wenn das nicht ganz so spannend ist. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal und ciao.